Hallo meine werte Community und willkommen zu einem neuen Video, einem wunderschönen Abend mit einem spannenden Video für euch. Ich muss zugeben, es war ein Krampf, denn ich habe das Ganze aufgenommen, hatte es alles im Kasten, quasi 20 Minuten eingesprochen, habe dann einen Fehler gemacht und ja, musste das Ganze neu aufnehmen, hat mich gefühlt den ganzen Tag gekostet, wo ich nichts anderes gemacht habe, aber ich habe es für euch fertig. Eine Experimentgeschichte hatten wir so noch nicht, haben sich viele gewünscht. Und ja, damit befriedige ich auch die Leute, die sich gerne SCP-Geschichten wünschen. Und wirklich richtig gruselig, mysteriös, wird euch sehr gefallen. Und ja, mehr bleibt auch gar nicht zu sagen, außer dass ich ganz viele liebe digitale Herzchen verschicke an die Leute, die immer positiv bewerten, immer etwas in die Kommentare schreiben. Natürlich auch die, die einschalten, weiß ich mega zu schätzen. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Wir sehen uns in den Kommentaren, wenn ich mal wieder alles beantworte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte. In den mehr als 10 Jahren, in denen ich ununterbrochen reise, bin ich vielen merkwürdigen und faszinierenden Menschen begegnet. Die interessantesten Begegnungen sind in der Regel die mit anderen Reisenden. Männer und Frauen, die kein bestimmtes Ziel haben oder zumindest kein Ziel, das sie mitteilen möchten. Mir gefällt der Gedanke, dass man einen flüchtigen Abend mit einem Fremden inmitten einer fremden Metropole verbringen kann, nur um sich am nächsten Tag zu verabschieden und nie wieder etwas von ihm zu hören. Wir sind quasi nur Schiffe, die in der Nacht vorbeiziehen. Wenn ich über die moderne Technologie nachdenke, soziale Medien und dergleichen, fürchte ich, dass die Schiffe allzu sichtbar werden. Die subtilen Nuancen, die stummen Äußerungen und die Geheimnisse, die uns ausmachen, sind nun dem neugierigen Scheinwerferlicht einer lethargischen Zivilisation ausgesetzt. Also suche ich nach Orten, an denen es noch Geheimnisse gibt. Verborgene Winkel und Gänge, die Welt unter der körperlosen Stimme der vielen, die Vergangenheit. Dort begegneten ein Freund und ich zufällig einem Menschen, der so weit von der modernen Welt entfernt war, dass man ihn für einen Geist hätte halten können. In seinem vielleicht letzten Jahr auf dieser Erde erzählte er uns von einem seltsamen und tiefgreifenden Experiment, an dem er in seiner Jugend beteiligt war. Ein kalter Wintermorgen, Februar 2008, Kaleti-Bahnhof. Budapest, Ungarn. Der Zug nach Sighisoara, Rumänien, rollte gegen 11 Uhr ein. Wenn ich mich recht erinnere, war sein Endziel Bukarest. Die Fahrzeit war mit 8 Stunden veranschlagt, sodass wir ziemlich sicher waren, dass wir den ganzen Tag an Bord verbringen würden. Außer uns beiden gingen noch einige andere an Bord. Wir suchten uns ein leeres Abteil und verstauten unser Gepäck. Innerhalb von 10 Minuten war der Zug abfahrbereit. Die Fahrkartenkontrolleurin kam fast sofort auf uns zu. Ich werde nie den leeren Blick auf ihrem Gesicht vergessen, als sie meine Fahrkarte studierte. Etwa 5 Minuten nach der Abfahrt öffnete ein älterer Herr mit einer braunen Ledertasche die Tür zu unserem Abteil. Er verharrte einige Sekunden in der Tür, bevor er schließlich eintrat. Er nickte uns zu, als er eintrat, und wir erwiderten sein Nicken, als er sich uns gegenübersetzte. Sein wettergegerbtes Gesicht war von tiefen Falten durchzogen. Mein erster Gedanke war, wie ungewöhnlich es war, dass ein älterer Herr sich zu einem Paar mit 20er in einen praktisch leeren Zug setzte. Es sollte sich jedoch bald herausstellen, dass wir genau die Art von Gesellschaft waren, die er suchte. Der Mann, den ich später Mr. Gray nannte, saß schweigend da und beobachtete das Treiben draußen. Mein Freund und ich plauderten müßig, hauptsächlich über die Dinge, die wir in Ungarn gesehen hatten und die wir zweifellos in Siebenbürgen sehen würden. Gegen Ende unseres Gesprächs öffnete der Mann vorsichtig die braune Ledermappe auf seinem Schoß und begann, den Inhalt zu untersuchen. Unter einem Bündel von Papieren, die in mehreren Sprachen geschrieben waren, befanden sich mehrere sowjetische Militärordner, die alle verwittert und abgenutzt aussahen, so wie der Mann selbst. Er schaute auf die Ordner hinunter und dann wieder zu uns hinauf und flüsterte mit einem dicken russischen Akzent: Sagt mir, was ihr von Angst wisst. Der Mann aus Tiflis, 1920, Tbilisi, Georgien. Mr. Gray wuchs in den 1920er Jahren in Tiflis, Georgien auf. Sein Vater war eine militärische Persönlichkeit und ein großer Bewunderer von Joseph Stalin. Er behauptete, in seinen prägenden Jahren einer strengen Gehirnwäsche unterzogen worden zu sein.
Er wurde zu einem überzeugten Anhänger des Sowjetregimes und des Kommunismus im Allgemeinen. Als er sich dem Erwachsenenalter näherte, war sein Herz unweigerlich für den Militärdienst bestimmt. Als er 18 Jahre alt war, zog er in die Sowjetunion, genauer gesagt nach Moskau. Als junger, engagierter Offizier mit wachsendem Interesse an der menschlichen Natur machte er von sich reden. Dies führte er auf das Interesse seines befehlshabenden Offiziers an experimenteller Psychologie zurück. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Mr. Gray als praktizierender Psychologe in einem russischen Labor am Stadtrand von Moskau. Dort führten er und sein befehlshabender Offizier, ein Mann, den er Mr. Red nannte, eine Vielzahl von Experimenten an ahnungslosen Versuchspersonen durch. Häufig waren es Kriegsgefangene, aber es war auch nicht ungewöhnlich, dass Freiwillige im Labor ankamen, darunter mächtigen Soldaten, die nicht für den Krieg an der Front geeignet waren. Es überrascht nicht, dass das Interesse von Mr. Gray an diesem Bereich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs exponentiell zunahm und fast ein Jahrzehnt später, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, führte er seine eigenen Experimente durch. 1955, Gabala, Aserbaidschan. Aus unbekannten Gründen zog Mr. Gray nach Gabala, Aserbaidschan und richtete dort eine psychologische Forschungseinrichtung mit einem Team von 7 Ärzten ein. Das Team wurde zusammengestellt, um ein höchst umstrittenes und geheimes Experiment mit dem Namen Projekt Schlaf durchzuführen. Doch für die Beteiligten wurde es später als Projekt Angst bekannt. Auf der Suche nach willigen Versuchspersonen wurden systematisch Dörfer in den Nachbarländern Armenien, Russland und in Mr. Grays Heimatland Georgien durchsucht. Vage, aber verlockende Anzeigen wurden an strategischen Stellen in kleinen, oft armen Gemeinden ausgehängt. Mr. Gray trug einer dieser Anzeigen in seiner Aktentasche. Der Text war in georgischer Sprache verfasst und wurde von ihm in gebrochenem Deutsch vorgelesen, was auf dem Papier in etwa so übersetzt werden könnte. Freiwillige gesucht, Zivilbedienstete, medizinische Forschung, gut bezahlt, Unterstützung der medizinischen Wissenschaft. Die Bewerbungen gingen in Strömen ein. 12 Kandidaten wurden ausgewählt und anschließend zur Anhörung über ihre Eignung eingeladen. Von den 12 ursprünglich ausgewählten Kandidaten wurden 7 offiziell zur Teilnahme am Schlafprojekt eingeladen. Das Experiment sollte in 2 Phasen durchgeführt werden, wobei die Kandidaten nur von der ersten Phase erfahren sollten. Projekt Schlaf, erste Phase. Die Kandidaten sollten über einen Zeitraum von 72 Stunden in Einzelhaft wachgehalten werden. Um ihr Bewusstsein sicherzustellen, wurden die Kandidaten ständig überwacht. Aus der Ferne wurden wiederholt Alarme ausgelöst, wenn die Kandidaten einzuschlafen schienen. In regelmäßigen Abständen, nach 24, 48 und 72 Stunden, wurden die Kandidaten gebeten, ihre schlimmste Angst zu beschreiben. Im Laufe der Zeit übertrieben 3 der 7 Kandidaten die Angst, die sie ursprünglich beschrieben hatten. So hatte Kandidat Nummer 2 zunächst eine allgemeine Angst vor Krebstieren, insbesondere vor Asseln, beschrieben. Bei der Befragung in der 72. Stunde hatte er nicht nur Angst vor Asseln, sondern auch vor der Möglichkeit, dass seine engsten Freunde und Familienmitglieder irgendwann zu Asseln mutieren könnten. Die 48. Stunde brachte für die Kandidaten Nummer 3 und Nummer 5 seltsame, dunkle Ängste mit sich. Ängste, die die Praktiker sehr beunruhigten. Es überrascht nicht, dass die 72. Stunde bei allen 7 Kandidaten ein verstärktes Gefühl von Angst und Paranoia auslöste, obwohl speziell bei Kandidat Nummer 5 eine schwere, apathische Niedergeschlagenheit festgestellt wurde. Und dann ging es weiter zu Phase 2. Unterbrechung. Zugabteil. Schon der Gedanke, die zweite Phase zu beschreiben, erfüllte Mr. Gray mit sichtbarem Unbehagen. Er schwitzte und klammerte sich wahllos an zerfledderte Papierfetzen. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als Mr. Gray ein Taschentuch zog und sich langsam die Stirn abwischte. Seine Bewegung war mühsam und unsicher, aber in diesem Moment hätte ich schwören können, dass sein verdeckter Mund grinste. Projekt Schlaf. Zweite Phase. Nach Ablauf der 72. Stunde durften die Kandidaten schlafen. Sie erhielten sogar ein Schlafmittel, das dafür sorgte, dass sie nichts mehr von dem mitbekamen, was nun folgen würde. Alle Kandidaten wurden zu einer geheimen Einrichtung in den Bergen irgendwo außerhalb von Gabala gefahren, die das Team insgeheim als das Herrenhaus bezeichnete.
Die schlafenden Kandidaten wurden strategisch an verschiedenen Stellen des Komplexes platziert und sollten auf natürliche Weise erwachen. Das Team gab ihnen 24 Stunden Zeit, um drinnen zu bleiben. Die Anlage war von außen verschlossen und die Fenster waren mit Metallplatten abgedichtet. Es wurde keine Überwachungsausrüstung verwendet. Man verließ sich ausschließlich auf die Aussagen der Kandidaten, wenn sie nach Ablauf der Frist freigelassen wurden. Interessant ist, dass es laut Mr. Gray nichts Ungewöhnliches an der Einrichtung gab, abgesehen von ihrer günstigen, isolierten Lage. Ergebnisse: Nach Ablauf der 24. Stunde wurden die schweren Türen des Herrenhauses geöffnet. Dort entdeckten Mr. Gray und sein Team zwei ausgemergelte Kandidaten, die Nummer 5 und 7. Nach der ersten Durchsuchung der Anlage waren die übrigen Kandidaten nirgends zu finden, obwohl überall bizarre Beweise dafür zu finden waren, dass sie unaussprechliche Dinge erlebt hatten. Kandidat Nummer 5 lag im Koma und wurde deshalb unter Aufsicht gestellt. Kandidat Nummer 7 hingegen war erstaunlich ruhig und kohärent. Er schilderte ein Erlebnis, von dem die Mitglieder des Teams noch nie etwas gehört hatten. Es begann damit, dass er in einem ruhigen Raum aufwachte, der seinem Schlafzimmer zu Hause in Armenien unheimlich ähnlich war und seltsame Geräusche hörte, darunter die ängstlichen Schreie unbekannter Stimmen. Es vergingen etwa 10 Minuten, bis ein Fremder in sein Zimmer stürmte und wahnsinnig schrie, wobei er auf ein riesiges Insekt anspielte, das ihn durch verfallene, labyrinthartige Gänge verfolgte. Er wollte die Geschichte des Fremden schon als Unsinn abtun, als er ein entferntes Brummen oder Summen wahrnahm. Ein unerklärliches, geflügeltes Wesen war auf der Suche nach einem Opfer, um seine unerklärlichen Wünsche zu erfüllen. Der Fremde verließ den Raum unter unkontrollierbaren Schreien und verschwand in der Dunkelheit eines düsteren Korridors. Das Summen hielt noch eine Weile an, bis Nummer 7 etwas hörte, das er nur als einen markerschütternden Schrei beschreiben konnte. Als Nummer 7 den Raum verließ, entdeckte er dicke, grobe Haare, die über den Korridor verstreut waren, begleitet von vereinzelten Lachen einer nicht identifizierbaren, zähflüssigen Flüssigkeit. Mr. Gray und sein Team bezogen sich auf die Notizen, die sie während der ersten Phase mit Kandidat Nummer 7 gemacht hatten. Er hatte wiederholt eine Angst vor Hilflosigkeit beschrieben, eine Angst, die auch nach dem Schlafentzug bestehen geblieben war. Und so erlebte er in der zweiten Phase, als er durch das Herrenhaus wanderte, weiterhin Umstände, die sich seiner Kontrolle entzogen. Er beschrieb labyrinthische Korridore, die ihn umgaben und die immer höher zu werden schienen, je weiter er sie erkundete. Die Türen schienen sich von ihm wegzubewegen und seine Versuche, sie zu öffnen, schlugen fehl. Immer wieder stieß er auf Sackgassen, hinter denen er manische Stimmen hörte, was den Eindruck erweckte, dass die Besitzer dieser Stimmen verfolgt wurden. Am Ende war es nichts weiter als blindes Glück, das den Kandidaten Nummer 7 zum Ausgang führte. Und bis zu dem Moment, als die Türen geöffnet wurden, hatte er geglaubt, an eine kalte Backsteinwand zu stoßen und nicht an eine ganz normale Eichentür. Die Entdeckungen, die Mr. Gray in der Einrichtung machte, waren faszinierend und erschreckend zugleich. Das Team entdeckte ein riesiges Exoskelett mit einer Reihe von Gliedern, was die Existenz eines großen Krustentiers zu bestätigen schien. Obwohl es für weitere Analysen geborgen wurde, verschwand es einige Tage später auf unerklärliche Weise aus der sicheren Aufbewahrung. Es wurden auch Pfützen mit geronnenem Blut entdeckt, was die Vermutung untermauert, dass etwas Bösartiges in den Gängen umherwanderte und außerdem etwas oder jemand verletzt worden war. Unterbrechung. Zugabteil. Mr. Gray sah meinen Freund und mich mit kalten, leeren Augen an. Das Experiment war ein Erfolg. Obwohl ich mir jetzt wünsche, dass es nicht so gewesen wäre, sagte er mit seinem dicken russischen Akzent. Wieder griff er in seine Aktentasche und holte ein Bündel von Papieren hervor. Weitere Ergebnisse: 1956, unbekannter Ort, Aserbaidschan. Kandidat Nummer 5 lag fast 6 Monate lang im Koma und wurde unter ständiger ärztlicher Aufsicht an einem unbekannten Ort untergebracht, wo das Team hoffte, dass er sich schließlich erholen würde. Zu ihrer großen Erleichterung wachte er am 23. Februar 1956 auf. Es vergingen mehrere Tage, bis er sich gut genug fühlte, um über die Ereignisse zu sprechen, die zu seinem Koma geführt hatten. Der aserbaidschanische Bibliothekar mittleren Alters beunruhigte Mr. Gray und sein Team von Praktikern mit seinem Bericht so sehr, dass alle Pläne für weitere Experimente aufgegeben wurden.
Mr. Gray erinnerte sich an die einzigartige Angst des Bibliothekars, wie sie in der ersten Phase beschrieben wurde. Die Angst, dass die Menschen Gefäße für eine einzige größere Entität sind. Ein Wesen mit einem Wunsch, sich in eine theoretisch unendliche Anzahl endlicher Individuen aufzuteilen. Die Angst verstärkte sich im Laufe der Zeit, wobei Nummer 5 beschrieb, dass das Wesen in Säugetieren, Vögeln und Fischen vorkommt. Aber was noch beunruhigender ist, in allen Menschen, Lebenden und Toten präsent ist. Ein Wesen, das die Form von absolut allem annahm, was atmen konnte. In einem endlosen Versuch der Wahrheit über sich selbst als unmögliches, einsames, allmächtiges Wesen zu entkommen. Kandidat Nummer 5 kam zu dem Schluss, dass auch er ein Teil dieser gesichtslosen Masse war und dass er in einem Universum der unendlichen Möglichkeiten gezwungen sein würde, jedes einzelne unvorstellbar grausame Leben von Anfang bis zum Ende zu durchleben. Immer und immer wieder. Für immer. Im Rahmen des Projekts Schlaf wurde diese alles verzehrende Angst tief in den Mauern des Herrenhauses lebendig. Und als dies geschah, sah Kandidat Nummer 5 fast augenblicklich durch die Augen der anderen Kandidaten. Er sah ihre Ängste und durchlebte sie. Er sah, wie sie vor unsagbaren Schrecken flohen und schrie jeden ihrer Schreie mit. Seine Gedanken wanderten noch weiter, tief in die seltsamen, halb eingebildeten Seelen der Kreaturen, die durch die Kandidaten und ihre Ängste zu Fleisch geworden waren. Er fühlte Dinge, die nur Monster fühlen sollten, und verband sie mit Emotionen, die für den Menschen undenkbar waren. Während dieses unglückliche Umherschweifen ihn verzehrte, begann sein Geist zu kollabieren, fast so, als würde die Materie, aus der er gemacht war, auseinanderfallen. Zerrissen von den unsichtbaren Kräften einer exotischen Dimension, einem Ort, an dem nur Angst, Schmerz und quälende Verwirrung existieren konnten. Und dort blieb er fast 6 Monate lang. Kandidat Nummer 5 wandte sich an Mr. Gray und sein Team, erzählte ihnen von ihrem Schicksal, erklärte ihnen, das komplizierte, unsichtbare Geflecht, das jeden einzelnen von ihnen zusammenhielt, und spuckte Erinnerungen, Gedanken, Hoffnungen und Träume aus den tiefsten und dunkelsten Abgründen ihres Geistes aus. Nach dem, was Mr. Gray als fast eine Ewigkeit des Ergusses beschrieb, kehrte der aserbaidschanische Bibliothekar in das tiefe, dunkle Koma zurück, in dem ihn das Team nach dem Experiment gefunden hatte. Zugabteil. Mr. Grays Schlussfolgerung war ironisch. In einem Experiment, das die Abgründe der Angst erforschen sollte, beschworen er und sein Team das, was man nur als die tiefste Angst des Menschen bezeichnen kann. Die Angst, dass er sich eines Tages selbst erkennen könnte. Ich fragte ihn, was er damit meinte. Er sagte einfach: Ihre Frage ist der Beweis dafür, dass wir noch nicht ganz so weit sind. Mr. Gray schloss seine Augen und schlief, während die Karpaten am Abteilfenster vorbeizogen. Ich dachte über das Wesen nach und über die beängstigende Möglichkeit, dass Mr. Gray selbst und sogar mein Freund und ich in einem ruhigen Zug, der durch Osteuropa rollte, nichts weiter sein könnten als Aspekte eines unbekannten, allmächtigen Wesens. Wir erreichten unser Ziel. Mr. Gray schlief immer noch. Ich machte ein Foto von ihm. Ein Teil von mir möchte Gabala in Aserbaidschan besuchen, um die alte Anlage in den nahegelegenen Bergen aufzusuchen. Wird sie dort sein? Wenn das Experiment wirklich ein Erfolg war, sollte da nicht alles, was beschworen wurde, noch dort sein? Das könnt ihr dann untersuchen.